Zu allen drei einen Headshot gegeben? Ja. War Schalondo. Da. Ziel in Schusslinie. Einer hat mich gesehen. Einer ist knock, Nico. Close bei dir links. Er ist finished. Einer noch, ne? Helmbombe! GG, guys, good job. 18 Kills! 18 Kills, holy shit. Nice one. 18 Kills. Hallo meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Heute geht es um die Owen Gun. Ich habe mal ein Video darüber gemacht, vor dem Mid-Season Update. Und nach dem Mid-Season Update hat sie nochmal einen Buff bekommen und ist jetzt noch viel, viel besser. Wie gesagt, wer das letzte Video von der Owen Gun schon gesehen hat, da habe ich schon erzählt, dass da einfach dieser fette Brocken rechts neben der Waffe ist. Ne? Und das ist halt das Ding, wenn du damit umgehen kannst, ist die Waffe sehr, sehr, sehr gut. Wenn du das aber nicht magst, weil dein Sichtfeld beeinträchtigt wird, dann spiel einfach was anderes. Also ist nicht jedermanns Sache, die Owen. Macht euch selbst ein Bild mit den Highlights. Am Ende ist Klassen-Setup dazu. Viel Spaß. Falls du neu bist, lass ein Abo da. Guck mal, einmal so. Klick. Ich bin glücklich. Klick, 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 Glocke, klick, klick. Liken, bam, Kommentar, für Algorithmus, dann bist du der Coolste. Viel Spaß. Echt so. Bei dir, Nico? Ja, let's go. Sehr schön. So, dann lass sie mal hier hinten holen, oder? Wir können Loading holen, Ah ja, ja, ich guck mein Geld, Wir sehen einfach so einen Solo-Player heftig. Ich hab ne Ding abbekommen. Mann, nö. Da geht nach von Action. Gelasert, Mann. Schon erstmal Loadout. Das geht aber schon nicht, Bro. Alter, nice, gönn dir, Jonas. Let's one-shot. Tot. Ah, das sind zwei, Nico. Der andere ist low, Let's go, Digga, Maschine. Let's fucking go, Bomben Jungs. Maschine. Findest du die Vanguard K gut? Ich hab die auch tot. Okay. Hä? Wieso? Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Alter, mein Game ist gecrashed oder ich bin im Loadie drin. Ich weiß es nicht. Nein, nein, das ist vom Game zur Zeit so, Digga. Wenn du Loadie nimmst, bleibt dein Spiel ganz kurz hängen. Ja, aber kurz ist gut, ne? Ja, ich weiß. Egal, das ist doch. Kannst du schon wieder ich hab ihn. Niemandem erzählen. Ich hab ihn, August. Sozusagen, sie ihn beschützen und er wird nicht sterben. Wenn er gestorben einer ist, dann müssen sie neu spielen. Einer, Ich hab ihn so gefahren. Einfach Muttersprache Ratter lernen. Ach, ich hole einen Kobold, ich komme hier nicht hoch. Ja, jetzt werde ich wieder gelasert. Weil ich nicht an den Loadout komme, oder was? Hier, du Ekliger. Da ist er doch! Wo, wo? Bei mir, close. Bruder, du meinst Vova. Hm? Was mit Vova? Warte, weg. Ist da! Wie kann ich mich bei dir? Gar nicht. Okay. Oh, der soll hochkommen, Helmbombe. Du in Warzone glaub ich heute nicht mehr. Habe Corona und hänge zu Hause rum. You need two people and it's done, you fucking. Oh
Er sagt, you need two people and you're stunned, you fucking, und dann ist er raus. Muss mal kurz nachladen, ey. Oh, Prison sind welche. Verhellenbomben. Knock. Nein, ey, oh Junge, der war ein Video, Digga, oh Mann. Nein, mais il y en avait encore un autre. Il y en avait encore un autre. Nein, ich dull die. Ich wollte ihn unbedingt no-scopen. Ne? Oben ist einer. Hä? Ab. Achso, okay. Helmbombe. What are you using for your weapons? Geht gar nichts an. So, meine Freunde, kommen wir jetzt auch schon zum Klassen-Setup der Cooper. Wie zocke ich die Cooper? Die Cooper ist eine schöne, geile Close-Range-Waffe. Für mich muss man mit handeln können, weil da so ein fettes Ding dran ist, ne? Guck mal hier, ihr seht schon, da ist so ein dickes Ding dran, wenn man im Scope ist, dann siehst du die Hälfte rechts vom Bildschirm nicht mehr. Also muss man mit spielen können. Meins ist es tatsächlich, geht so. Man kann damit spielen, sie ist gut, die Waffe, aber nicht meins. Ich finde die MP40 zum Beispiel tausendmal geiler. Die PPSH ist geil. Ja, also, Owen, Rückstoßbooster für die Schussrate. Laufzock den letzten. Weil ich finde, da gehört trotzdem Präzision und links Steuerbarkeit drauf. Ihr kriegt dadurch mehr Kopfschussschaden, aber der Körperschaden geht runter. Ich finde den Lauf aber trotzdem geil. Also müsst ihr es bei Lauf, müsst ihr euch selber entscheiden, ob es dann die Feuerrate ist, ob es lieber eine Pusherklasse sein soll. Beim Lauf entscheidet wirklich selber. Visier, schiefer Reflektorvisier, schafft den entfernten Schaft fürs Movement halt. Extra flink und schnell, selbsterklärend. Griff, den Stoffgriff, schön Präzision aus der Hüfte, damit man ein bisschen noch raufknallen kann, damit es eine bewegliche Hipfire-MP bleibt. Magazin, 72 Schuss Magazin, sehr nice, sehr, also 72 Schuss Magazin muss man tatsächlich spielen, finde ich. Man muss dieses 72 Schuss Magazin spielen oder ihr zockt halt dieses Ding, dieses 72 Schuss Magazin. Aber ich bei 60 Schuss ist die Waffe nicht mehr so geil, die Schussrate nicht mehr so geil. Ich finde das 72 Schuss Magazin bei der Owen ist Pflicht, wirklich Pflicht. Und Unterlauf zocke ich den Mark 6 Skelett Unterlauf. Und so zocke ich die Owen, eigentlich eine nice Klasse, muss man auch mitspielen können. Entscheidet selber, ob ihr sie geil findet oder nicht. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.